Union gegen Bayern doch Geisterspiel. Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München am Samstag wird nun doch vor leeren Rängen ausgetragen. Das Gesundheitsamt in Treptow-Köpenick habe eine entsprechende Anordnung erlassen, wie Bezirksbürgermeister Oliver Igel dem RBB bestätigte. Zuvor hatte Union am Dienstag eine Mitteilung veröffentlicht, in der es hieß, dass es nach einer aktuellen Risikobewertung keinen Ausschluss von Zuschauern für das Spiel geben soll. Andere Ligaspiele finden ebenfalls ohne Fans statt. Eine einheitliche Regelung seitens der Deutschen Fußballliga gibt es bisher nicht. Flick macht Nübel keine Hoffnung. Bayern-Trainer Hansi Flick hat Alexander Nübel wenig Chancen im Tor nach seinem bevorstehenden Wechsel im Sommer eingeräumt. Einen offenen Zweikampf mit Nationaltorhüter Manuel Neuer wird es wohl nicht geben. Manuel Neuer sei für Flick der mit Abstand beste Torwart der Welt, sagte der 55-Jährige im Interview mit der Sportbild. Deshalb gäbe es für ihn keine Alternative auf der Torhüterposition. Nach seiner Degradierung bei Schalke auf die Ersatzbank muss Nübel damit den nächsten Rückschlag verkraften. Guardiola will ohne Fans nicht spielen. Manchester City-Trainer Pep Guardiola hat sich zu dem Zuschauerausschluss in den Stadien wegen des Coronaviruses geäußert. Ich würde es bevorzugen. Ohne Fans bevorzuge ich nicht zu spielen. Wir sind hier für die Fans. Wenn es nur ein oder zwei Spiele sind, kann ich es natürlich verstehen. Aber wenn es länger ist, der Grund, warum du Journalist bist, ist, um für die Fans zu schreiben. Wir spielen für die Fans. Wenn die Fans nicht da sein können, dann macht es keinen Sinn. Eigentlich sollten Manchester City und Arsenal am Mittwochabend ihre Nachholpartie in der Premier League bestreiten. Da jedoch einige Spieler des FC Arsenal unter Quarantäne stehen, kam es zu einer Absage.